Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mit euch ein Thema erörtern, das in diesem Sport auch eine gewaltige Wichtigkeit hat und aufbauend auf unser Ernährungsthema ist, nämlich die Verdauung. Immer wieder und vor allem aufgrund meiner doch jetzt schon 15 Jahre langen Erfahrung stellt sich die Verdauung als schwächstes Glied beim Bodybuilder aus. Also es ist wirklich sehr, sehr oft der Fall, dass vor allem, wenn es in der Off-Season darum geht, das Maximale aus seinem Training rauszuholen und die maximale Muskelmasse aufzubauen, ist sehr, sehr oft eine lahmende Verdauung das Problem, warum es nicht zu den Erfolgen kommt, die man sich eigentlich erwartet. Sei es, dass der Appetit fehlt und man nicht so viel essen kann, wie man essen müsste, oder dass man bei den kleinsten Unregelmäßigkeiten Verdauungsprobleme hat und somit natürlich nicht das volle Regenerationspotenzial ausschöpfen kann. Bei der Verdauung ist es so, die individuellen Unterschiede der Verträglichkeiten in den Nahrungsmitteln ist wirklich eine sehr, sehr hohe. Und ich versuche jetzt mit euch ein paar so Beispiele aufzugreifen und auch durchzudiskutieren, was helfen kann, beziehungsweise was Strategien wären, um die Verdauungsleistung wirklich besser hinzubekommen und somit natürlich den Erfolg zu kassieren, für den man im Gym so hart arbeitet. Grundsätzlich ist es so, als Basis sollte man sich immer hinter die Ohren schreiben, dass man versuchen sollte, Nahrungsmittel zu essen, die man gut verträgt. Als klassisches Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgehen würde, dass Haferflocken ein tolles Kohlenhydrat ist oder eine tolle Kohlenhydratquelle ist, was Haferflocken tendenziell auch sind und auf alle Fälle eine Bereicherung in jedem Ernährungsplan, gibt es doch sehr, sehr viele Leute, die Haferflocken zum Beispiel nicht sehr, sehr gut verdauen und bei einem übermäßigen Konsum von Haferflocken und Verdauungsprobleme wie in erster Linie Durchfall kriegen, weil sie meistens mit den Ballaststoffen nicht so gut umgehen können. Das heißt, wie so oft auch in anderen Bereichen des Bodybuildings, ist Nachvollziehbarkeit ganz ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, das Maximale aus seiner Verdauung rauszuholen. Damit meine ich, dass man akribisch, wenn ich jetzt zum Beispiel das Verdauungsproblem Durchfall ist, muss ich akribisch an die Sache herangehen und herausfinden, welches Nahrungsmittel oder welches Lebensmittel diese Probleme verursacht. Und für mich Tipp Nummer 1 ist halt wirklich oft die Haferflocken oder zu hohe Ballaststoffdichte. Das heißt, in erster Instanz werde ich bei solchen Problemen einmal versuchen, die Haferflocken durch Sachen mit weniger Ballaststoffe zu ersetzen, wie jetzt zum Beispiel Reisflocken oder Cream of Rice, und dann schauen, ob diese Durchfallsproblematik weg ist. Weil jedem muss klar sein, Durchfall heißt natürlich immer vermehrter Flüssigkeitsverlust im Körper, was erstens einmal für die Hydrierung des Körpers schlecht ist und für die Regeneration in weiterer Folge. Das nächste ist, dass natürlich bei Durchfall die Verweildauer der Nahrungsmittel nicht lang genug ist, dass die Nährstoffe aufgenommen werden können und somit die Nährstoffresorption ganz einfach nicht gut ist. Das heißt, das kann wirklich ein guter Tipp sein, dass man, wenn man jetzt dauernd irgendwie Durchfall hat, als einfachstes Beispiel die Ballaststoffe einmal zu reduzieren, um zu schauen, ob das zu einem Erfolg führt. Umgekehrt kann es natürlich sein, dass man dauernd Verstopfungen hat und dass es einfach keinen regelmäßigen Stuhlgang gibt. Dann kann es wieder eine super, super Möglichkeit sein, die Ballaststoffdichte hinaufzusetzen. Sprich, wenn man keine Haferflocken zum Beispiel im Ernährungsprogramm drinnen hat, die Haferflocken gezielt und öfter reinzugeben, um zu schauen, ob es damit Erfolg gibt, beziehungsweise faserreiches Gemüse eher reinzugeben, um bei solchen Verdauungsproblemen dann die Lösung zu finden. Das heißt, in erster Instanz sollte man immer versuchen, meiner Meinung nach, bevor man auf Supplemente greift, immer versuchen rauszufinden, was vertrage ich gut und was vertrage ich nicht gut. Wenn das geklärt ist und es trotzdem keine Besserung gibt oder alles ausgeschlossen werden kann und kein Versuch irgendwie Erfolg bringt,
würde ich in weiterer Folge immer dazu raten, einmal einen Arzt aufzusuchen, einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest zu machen. Wenn das trotzdem nichts bringt, dann in letzter Konsequenz natürlich einmal eventuell eine Gastroskopie oder eine Kolonskopie machen, um zu schauen, ob da physiologisch alles in Ordnung ist oder ob es da ein Problem gibt. Was zum Beispiel auch sehr, sehr gut helfen kann, wenn es in Richtung Leaky Gut-Syndrom geht, einmal eine Mikrobiomanalyse zu machen, einmal schauen, wie schaut eine dementsprechende Bakterienbesiedelung im Verdauungstrakt aus und dann eventuell wirklich gezielt im Verdauungstrakt die nicht vorhandenen Bakterien zu ersetzen. Aber das war jetzt schon wieder, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von meinem Basisgedanken, dass man zuerst einmal schauen sollte, welche Lebensmittel verträgt man und vertragt man nicht. Das war jetzt im ersten Beispiel einmal Ballaststoffe. Aber natürlich in weiterer Hinsicht gibt es heutzutage halt sehr, sehr viele Unverträglichkeiten und auf die muss man auch achten. Das heißt, es gibt Leute da draußen, für die ist Milchprodukte oder sind Milchprodukte wirklich der absolute Overkill und wenn sie Milchprodukte zu sich nehmen, weil sie zum Beispiel Laktose nicht vertragen, kommst zu einem Durchfall oder zu anderen Begleiterscheinungen, da macht es natürlich ganz wenig Sinn, diese Produkte zu konsumieren, sondern es ist geschickter, auf diese Produkte vollkommen zu verzichten. Dasselbe ist auch möglich bei Sachen wie Eiklar, selbst es gibt viele allergische Reaktionen auf Eiklar, aber genauso auf sämtliche anderen denkbaren Lebensmittel, wo es eine Unverträglichkeit geben könnte. Das heißt, wieder bevor man zu Supplementen oder und dergleichen greift, immer zuerst abklären, wo gibt es Verträglichkeiten oder wo gibt es Unverträglichkeiten. Das ist wirklich meine Empfehlung, weil es halt wenig Sinn macht, sich dann in weiterer Folge mit Supplementen vollzustopfen, wenn das Problem an und für sich nicht gelöst ist. Nach der Eruierung dessen kann man natürlich hergehen und seine Ernährung, wenn es noch immer Verdauungsprobleme gibt, beziehungsweise man unter Völlegefühl, wenn man so wirklich merkt, ich habe eine träge Verdauung, die Zusammenstellung der einzelnen Mahlzeiten näher anzuschauen. Und sehr, sehr oft ist es schon so, dass ein zu hoher Fleischkonsum beziehungsweise zu viel Fleisch in der Einzelportion oder auch über den Tag aufgeteilt schon zu Verdauungsproblemen führen kann. Deswegen bin ich heutzutage wirklich der Freund, dass ich sage, so, mein Fleischlimit ist so beim 3/4 Kilo Fleisch am Tag, unter Anführungszeichen bei wirklich schweren Leuten. Aber so wie ich selbst, wie ich noch Wettkampf-Bodybuilding gemacht habe, 1,5 Kilo bis 2 Kilo Fleisch, was in den 2000er Jahren vollkommen normal war, würde ich heute keine mehr zumuten, weil ganz einfach die Verdauungsleistung, die dafür notwendig ist, viel zu hoch ist. Wenn das eines der Verdauungsprobleme ist, dann macht es natürlich Sinn, in Richtung hochqualitativen Proteinsupplement zu gehen, weil das natürlich eine wahnsinnig tolle Magen-Darm-Passage hat und es nicht zu dem Problem kommt, dass man Eiweiß wahnsinnig lang im Bauch herumliegen hat, das dann auch schwer verdaulich ist und die Verdauung zum Teil auch blockiert und Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden können. Das heißt, versucht es auch individuell rauszufinden, wie viel Fleisch ist eurer Verdauung wirklich zuträglich. Ganz ein wesentlicher Aspekt, wenn es um die Verdauung geht, ist auch die Nahrungsmittelqualität. Das heißt, schaut, dass die Nahrungsmittel, die ihr konsumiert, von guter Qualität sind. Also irgendein Ramschfleisch mit wahnsinnig viel Kollagenanteil drinnen oder klarerweise, weil es auch kalorisch problematisch wäre, mit einem hohen Fettanteil, macht natürlich relativ wenig Sinn, was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Eine zu hohe oder ein zu hoher Fettanteil in der Nahrung kann auch zwei Probleme mit sich bringen. Das erste Problem ist,
dass die Verdauung träger wird, weil Fett relativ komplex zu verdauen ist und eine Zugabe von Fett in der Nahrung immer langsamere Verdauung bedeutet. Das kann zu gewissen Zeiten auch gewünscht sein, wie jetzt zum Beispiel über die Nacht. Andererseits kann bei sensiblen Verdauungssystemen ein zu hoher Fettanteil natürlich auch zu Durchfall führen. Also viele da draußen werden sich da eventuell wiedererkennen, die relativ konstant, brav und gut Diät gehalten haben und dann rein theoretisch nach dem Wettkampf einmal zum Mac gegangen sind und das sofort mit Durchfall quittiert wurde. Das ist dann die klassische Überforderung des Magen-Darm-Trakts, weil er mit diesem vielen Fett in dieser Situation dann nichts mehr anfangen kann. Das heißt, auch ein zu hoher Fettanteil kann Probleme in der Verdauung einerseits in einer langsameren Verdauung, andererseits aber natürlich auch in einer beschleunigten Verdauung, in dem es dann ordentlich durchreißt, mit sich bringen. Das ist auch immer was, auf was man achten muss. Wenn man jetzt, wie gesagt, versucht hat, schon einmal mit all diesen Maßnahmen seine Nahrung zu verbessern, indem man geschaut hat, dass man seine Fleischmenge richtig gut hinbringt, eventuell nicht ausreichendes Protein durch ein hochwertiges Proteinprodukt zu ersetzen, auch Nahrungsmittel, die man nicht vertragt, zu reduzieren bzw. zu eliminieren, die Ballaststoffmenge für seinen individuellen Verdauungstrakt abstimmen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in der Supplementindustrie Sachen besser zu machen. Was sehr, sehr gut hilft aus der Erfahrung raus, ist, wenn man Probleme hat, vor allem mit der Eiweißverdauung, und das klassische Völlegefühl mit sich bringt, ist die Zugabe von Betain im Bereich von 500 Milligramm pro Portion. Das wirkt wirklich oft Wunder. Lustigerweise, wenn es vor allem zum diesen überfordernden Sodbrennen im Verdauungstrakt kommt, kaum Betain, HCL da wirklich Abhilfe schaffen, obwohl man eigentlich jetzt denken würde, dass das paradox ist. Man hat Sodbrennen, was mit Säure zu tun hat und fügt jetzt was dazu, was die Verdauung bzw. im Säurebereich noch unterstützt, aber oft ist es eben diese Überforderung, die zum Sodbrennen führt. Was auch ganz eine tolle Sache ist, um die Verdauung besser ablaufen zu lassen. Ich bin ein riesen Fan von diesem Produkt, ist Caricol. Das ist Papaya-Extrakt. Die Papaya hat ja in ihrer natürlichen Eigenschaft enzymatische Wirkung auf die Verdauung. Das ist ein Produkt, das ich wahnsinnig gern bei hochkalorischen Diäten verwende, vor allem während dem Laden, wo es ja darum geht, dass man wirklich hohe Nährstoffdichte in einem relativ kurzen Zeitpunkt unterbringen soll. Das sind so wirklich meine zwei Favorites. Und es gibt natürlich da draußen eine wahnsinnig große Anzahl an Verdauungsenzymen, die man zu sich nehmen kann, um die Verdauung effizienter zu machen. Zum Beispiel auch so ein klassischer Tipp von früher, mittlerweile gibt es ja viel, viel mehr Produkte, ist Wobenzym, das unter anderem auch bei Verletzungen sehr, sehr gut hilft, weil es hilft, wenn man jetzt Gelenksergüsse und dergleichen hat, diese abzubauen nach Operationen, aber da sind halt die ganzen Pankreasenzyme drinnen, die helfen und den Pankreas entlasten und somit exogen zugefügt Verdauungsenzyme beinhalten. Ist aber in dem Fall ein Medikament und jetzt nicht mehr ein klassisches Nahrungsergänzungsmittel. Was auch ein ganz großes Spektrum der Supplemente im Bereich der Verdauung mit sich bringen, sind natürlich Prä- und Probiotika, wo sehr, sehr gute Produkte zum Beispiel wie das Omnibiotik in all seinen verschiedenen Unterkategorien gibt. Aber trotzdem möchte ich noch einmal darauf hinweisen, aufs Blinde hinein diese Supplemente zu benutzen, ohne das Problem vorher eruiert zu haben, finde ich meistens für den nicht klügsten Schachzug, weil ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Verdauungsprobleme habe und ich fahre mit Probiotika und Präbiotika rein und Verdauungsenzymen rein und dann funktioniert es doch irgendwie besser, aber in Wirklichkeit habe ich da irgendein Nahrungsmittel drinnen, das ich nicht gut vertrage oder irgendeine Makronährstoffmenge, die für mich ganz einfach nicht passt, dann ist es immer klug, zuerst
darauf zu achten, das zu eliminieren und das vielleicht dann noch um ein Level besser zu machen, als ein Problem quasi zu maskieren, indem ich was mache, ohne das Problem zu beseitigen. Was auch eine ganz eine interessante Sache ist, was sehr, sehr oft medizinisch das Problem sein kann bei Verdauungsproblemen, vor allem wenn die Kohlenhydratverdauung nicht gut funktioniert und das Problem in der Kohlenhydratverdauung gibt, sind zwei Parasiten, die bei uns sehr häufig vorkommen. Das ist einerseits der Helicobacter pylori, den sehr, sehr viele Leute haben, oder auch eine Candida albicans-Besiedelung, das ist ein Pilz. Beide führen sehr, sehr oft zu Verdauungsproblemen und ich sage jetzt einmal, jedes Jahr habe ich schon immer so 3-4 Athleten, die damit zu kämpfen haben und die medizinische Beseitigung dieser beiden, also das ist ein klares medizinisches Problem, für das man zum Arzt muss, die mit Medikamenten dann beseitigt werden, hat zur kompletten Lösung dieser Verdauungsprobleme geführt. Das heißt, für die da draußen, die beobachten, dass vor allem die Kohlenhydratverdauung problematisch ist, sie Blähungen nach Kohlenhydrate kriegen, sollten sich auf diese beiden Sachen einmal untersuchen lassen. Es ist meistens eine Stuhlprobe, die ausreichend ist, ob es da eine Fehlbesiedelung mit Candida albicans oder Helicobacter pylori gibt. Zusammenfassend kann man dazu noch einmal sagen, was das Verdauungsproblem betrifft. Die Verdauung ist wirklich eines der höchsten Güter, die wir im Bodybuilding haben, weil wir brauchen die Nährstoffe, um Muskeln aufzubauen. Als Sprichwort könnte man da sagen, man kann kein Haus bauen, wenn man keine Ziegel hat. Das ist jedem logisch und es ist halt nicht immer nur ein Faktor, wie viel Nährstoff ich oben reinschütte. Es ist halt ein maßgeblicher Faktor, wie viel Nährstoffe kann ich aufnehmen. Und dazu muss ich erstens wissen, was vertrage ich in welchen Mengen. Das ist immer das Erste, was ich schauen muss. Wenn es ein Problem gibt, muss ich medizinisch abklären, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten oder irgendwelche Fehlbesiedelungen. Ja? Wenn ich das alles gemacht habe und ich das Ganze noch maximieren möchte, dann habe ich die Möglichkeit, mittels Verdauungsenzymen oder so Sachen wie Betain die Verdauung zusätzlich noch zu verbessern, um damit am Ende aller Tage das Maximale rausholen zu können. Ich hoffe, euch hat heute der kleine Exkurs in die Richtung der Verdauung gefallen, sehr, sehr allgemein gehalten. Wenn spezifische Fragen habt, postet es in die Kommentare und ich werde versuchen, im weiteren Verlauf da noch detailliertere Videos dazu zu machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.